10 Jahre nach dem Völkermord an den Jesiden stehe ich an dem Platz, wo alles begann. In der Al-Nur-Moschee in Mosul, wo al-Baghdadi genau hinter mir das Kalifat ausgerufen hat. Das Ergebnis war Vergewaltigung, Versklavung, viele tausende Tote. Und dieser Völkermord und die Saat dieses Völkermords geht erst jetzt auf, hält bis heute an. Und wir sehen um uns herum, dass der Wiederaufbau stattfindet, Stein um Stein. Aber warum wir hier heute stehen, ist, um daran zu erinnern, dass es auch um den Wiederaufbau von Menschen geht. Von dem, was dort passiert ist mit den Jesiden. Und unsere Menschenrechtsorganisation ist auf der Asche entstanden von Völkermord. Und wir werden so lange weitermachen, bis die letzte Jesidin von den 2700 befreit ist und bis die Jesiden Gerechtigkeit erfahren. Daran möchte ich heute erinnern, am 3.8.